willkommen beim 44. AVD Oldtimer Grand Prix hier in der Eifel am Nürburgring. Hier gibt es viele alte Rennfahrzeuge, die auf der Strecke im Einsatz sind. Und wir schauen uns jetzt die Highlights an. Auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings starten bereits früh morgens die ersten Rennen. Hier kann man historische Formel-1-Fahrzeuge ebenso bestaunen wie die mehr als 50 Jahre alten GT-Modelle oder aber Rallye-Legenden. Besonders eine britische Marke erschuf in den 50er und 60er Jahren Fahrzeuge, die noch heute Fans der klassischen Rennwagen begeistern. Und so hat der Oldtimer Grand Prix naturgemäß einen hohen Stellenwert für das Unternehmen. Das ist für uns natürlich enorm wichtig. Erstens, weil wir Geschichte haben. Und zweitens, weil die Neuausrichtung, die neue Positionierung von der Marke Jaguar für viele eigentlich ein Bruch war mit der jüngeren Historie. Und erst, wie wir erklärt haben, was wir jetzt mit Jaguar neu machen wollen, nämlich das wieder zu beleben, was Jaguar begründet hat, was den Mythos Jaguar begründet hat. Und das waren die 50er und 60er Jahre. Wenn wir Jaguar im Hier und Jetzt verstehen, heißt das für uns, Jaguar aus dieser Zeit zu verstehen. Jaguar wird jünger, Jaguar wird dynamischer, Jaguar wird wieder frecher. Und all das erlaubt es uns auch, Fahrzeugkategorien wie den Crossover, wie den FPS auf den Markt zu bringen. Das heißt, die Historie ist für uns essentiell wichtig, um Jaguar im Hier und Jetzt nicht nur zu verstehen, sondern auch von dieser Basis, von der historischen Basis, die Marke weiterzuentwickeln. Der Norman Dewis ist der Markenbotschafter, wie man sich ihn nicht anders vorstellen könnte. Das ist eine lebende Legende. Wir haben ein Fahrzeug heute hier, den XJ13, ein Unikat. Das ist der Wagen, mit dem Norman Dewis den Geschwindigkeitsweltrekord von 320 km/h in den 60ern gefahren ist. Das muss man mal vorstellen. Auf die Frage, worauf Norman Dewis besonders stolz ist, hat er etwas Interessantes zu berichten. Wahrscheinlich die Entwicklung der Scheibenbremse. Als wir die 1952 entwickelt haben, habe ich mir nicht träumen lassen, dass Jahre später jedes Auto auf der Straße Scheibenbremsen haben würde. Ich bin sehr dankbar, an diesem Projekt mitgewirkt haben zu dürfen. Wenn wir zurück in die 50er Jahre gehen, da waren wir ein kleines Team, 14 von uns, und Sir William Lyons war der Boss. Und wenn ich mir anschaue, was wir erreicht haben als so kleines Team, während wir uns mit Mercedes, BMW und Ferrari messen mussten. Wir waren in der Lage, ein Auto zu entwickeln, zu bauen und zu testen und dann damit nach Le Mans zu fahren, dort zu gewinnen und mit dem Auto wieder zurückzufahren, ganz ohne Anhänger. Die neuen Autos sind sehr beeindruckend. Aber ich bin nicht sicher, ob die auch in 60 Jahren noch hier stehen, so wie diese hier. Ich weiß es einfach nicht. Beim Oldtimer Grand Prix hier in der Eifel ist wirklich für jeden Markenfan etwas dabei. Man findet hier klassische Fahrzeuge und vor allen Dingen auch klassische Rennfahrzeuge von Marken wie Opel, wie Ford, wie Porsche, aber auch Jaguar, wie Alfa Romeo oder Skoda. Wirklich alle Marken sind vertreten und das Schönste ist, alle Fahrzeuge sind auch auf der Rennstrecke unterwegs. Hier auf dem Stand von Jaguar Land Rover kann man sehr schön sehen, was den Oldtimer Grand Prix auszeichnet. Es ist die Mischung aus klassischen, meist sportlichen Fahrzeugen und den kompletten Neuentwicklungen, den neuesten Modellen. So haben wir hier am Stand zum Beispiel ein Model 1 von Land Rover oder ein XJ13, aber natürlich auch den klassischen, den weltberühmten E-Type. Doch es gibt auch neue Modelle, so zum Beispiel erstmals den F-Type SVR oder den F-Pace. Und ganz wichtig ist hier auch das Thema Rennsport, denn Jaguar steigt wieder ein und zwar in die Formel E. Also Formel E ist ja eine neue Herangehensweise an das Thema Motorsport. Man ist emissionsfrei, schadstofffrei. Und das ist natürlich etwas, was es noch nie so gegeben hat. Und es ist sehr jung und sehr urban. Wir sind ja immer mit der Formel E mitten in den Herzen der Großstädte, in Paris, in London, in Hongkong. Überall da, wo was vorwärts geht, ist die Formel E mittendrin. Und das eröffnet dem Motorsport ein großes neues Publikum und deswegen ist das sehr spannend. Also gut, Jaguar hat traditionell eigentlich lieber gewonnen als verloren. Und da glaube ich, sollten wir es auch dabei belassen, denn es ist ja sehr starke Konkurrenz und Jaguar ist ja Neueinsteiger. Neueinsteiger in die Serie, aber auch Neueinsteiger in die Technologie.
Ich glaube, dass wir gute Chancen haben, dass wir ganz, ganz, viele Überraschungen, für viele Überraschungen gut sind. Aber wie genau, mein Gott, muss man abwarten. Auch wenn hier beim Oldtimer Grand Prix alte und vor allen Dingen häufig sehr wertvolle Fahrzeuge fahren, heißt es noch lange nicht, dass man langsam fährt. Die Fahrer schenken sich nichts. Das war's vom 44. AVD Oldtimer Grand Prix. Was mir am besten gefallen hat, ist ganz klar, diese alten Autos zu sehen, wie sie am Limit gefahren werden. Renneinsätze wie damals. Mit dem gleichen Lärm, dem gleichen Spaß und natürlich dem gleichen Spirit.